Liebe Frau Westphal, warum ist es eigentlich so schwierig, seinen persönlichen Traumjob zu finden? Es ist wie immer. Wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, dann erscheint es einem sehr schwierig. Vor allem gerade in der heutigen Zeit, wo man fast alles werden kann. Ja? Mir ging es damals so, als ich überlegte, was soll ich eigentlich werden, dass ich fragte, was muss ich werden? Vielleicht, weil es diese Berufe gerade gibt. Und was will ich eigentlich werden? Und dann gab es ein riesiges Chaos und ich habe überlegt, wie kann man das dann eigentlich sortieren im Kopf? Sie haben ein Buch darüber geschrieben, wie man seine Talente zum Traumjob macht. Was ist denn eigentlich das Besondere an Ihrer Methode? Also es gibt ja Methoden, die sind ganz einfach. Die habe ich gewählt. Und es gibt Methoden, die sind ganz schwierig. Die gingen mir ehrlich gesagt auf den Keks. Und dann dachte ich mir, wie würde denn eigentlich ein Detektiv vorgehen? Das lag daran, dass ich sehr, sehr gerne Krimis lese und mir gedacht habe, Mensch, was wäre das, wenn da jetzt dieser Kommissar meinen Fall lösen würde? Nimmt mich sozusagen ins Verhör, was ich will, was ich nicht will, was ich besonders gut kann. Und dann dachte ich mir, das könnte funktionieren. Es ist ganz einfach mit diesem Buch, seinen Traumjob zu finden. Es ist ein bisschen wie eine Anleitung oder wie ein Backbuch, wenn man ein Rezept hat, wie man gute Kekse backen kann. Denn dort stehen alle Zutaten drin, die man für seinen Traumjob braucht. Und zwar sind das genau 9. Das sind die 9 Detektivfragen. Und jetzt schlüpfen Sie in die Rolle einer Traumjob-Detektivin und lüften das Geheimnis der Berufsfindung. Nehmen Sie einfach das Buch, eine Freundin, ein Freund, gehen Sie ins nächstbeste Café und dann einfach diese 9 Fragen beantworten. Morgens beschwingt zur Arbeit zu gehen, abends sich schon auf den nächsten Tag zu freuen, das geht.